Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tales of Arise. Jetzt geht's wieder. Theoretisch hätte ich mich auch teleportieren können. Ist aber egal. Jetzt geht's wieder zurück ins Gasthaus, nachdem wir uns mit dem Herrscher so wunderbar unterhalten haben. What a rush. Ja, ich hätte auch die Treppe nehmen können. Da hast du recht, Arthur. Ich hätte nicht unbedingt da runterspringen müssen. Punkt ist jedenfalls, scheinbar ist der Herrscher ja gar nicht so böse. How do we know it's safe? Like we have any other choice. We can't go and set up camp outside of town at this hour. Honestly, I'd still take that over staying here. What if they try to kill us in our sleep? I doubt that's the case. His best chance to kill us would have been back at the palace. His true intentions aside, for now at least we're in his good books. Then we probably shouldn't test his patience. Let's find that inn and check in. Interesting. All we ever got was a tattered blanket, a rock-hard bed, and well past its prime food. What are you talking about? What we got for our slave labor back in Calaglia. As you can tell, it wasn't much at all. Here, the Danans get the same basic amenities, but the quality is way better than anything we were given. Hell, apparently they even get time off to do what they want. If I'm being honest, I'm not sure how to take all this in. Could it be that things were simply harsher in Calaglia compared to everywhere else? It was the same in Cislodia, too. Our buildings and clothing were equipped to handle the cold, but that was the only difference. Working the floodlights was a form of punishment, so we didn't really get rewarded for anything that we did. Yeah, you could be assigned to fix food or make daily necessities, too, but when all was said and done, most of that stuff went to the Renans. There wasn't much in the way of compensation for any of that, so I'd say that Cislodia and Calaglia were both pretty awful. An Elder Menencia really is unusual. To say the least. Hell, I might even go so far as to call it crazy. But the fact remains, Danans aren't free here. Yeah, no matter how happy they look, they're still slaves. I don't even know what to think right now. This is all way too much to deal with. It's giving me a headache. So that was Lord Dohalim, huh? He sure is something. Definitely not like the other lords we've met up until now. At first, he sounded like just some snobby royal. But he immediately shut down Xion's surprise attack. He's tougher than he looks. Definitely. After all, he's a lord for a reason. The food was pretty damn good, too. Why are you two complimenting him? You just said it yourself, Alpin. He's a Renan lord. Yeah. But he didn't act hostile towards us. You're reading him wrong. He's acting indifferent. He's attempting to keep some distance between himself and everyone else. It's obvious. What are we going to do then? Vicent seems to be legit peaceful. Are we just gonna do as he says and leave things be? I'm not entirely sure. For now, I think it would be best for us to rest at the inn and think about our options. Okay. Und ja, wir haben wieder Viech, was ich schlachten darf. Das ist. Oder in Items verwandeln, damit das nicht ganz so bösartig klingt. Aber am Ende des Tages heißt es nur, ich kann halt, ne, ein bisschen Fleisch für mich abzwacken. Naja, irgendwas Interessantes hier. Sieht nicht so aus. Also, ab dafür. Ab ins. Gasthaus, jetzt wollte ich Gefangenenlager sagen, aber das ist nicht ganz richtig. Ah, Zeug zu kaufen. Nichts, was wir nicht schon hätten. In gewissem Maßen, außer ein Glückstrank, aber. Erhöht die Bonusanzeige, naja. Ich könnte Apfelgel um zu kaufen. Ich meine. Sollte ich irgendwann mal ins Auge fassen, kann nicht unbedingt schaden. Dürfte nichts Neues haben, nehme ich an. Von nö. Silberschwert, die Eule. Wenn ich zumindest hier ihren Kampf schaffen könnte, ich glaube bei ihr war das, da könnte ich Astralmasse gewinnen, das weiß ich, aber das kommt dann früher oder später automatisch. Also naja. Welcome, fair travelers. Lord Dohalim's retainer told us to expect you.
It is an honor for you to stay with us. Please, make yourselves comfortable. This is better than I expected. The room. It's nice. Huh? Oh, yeah. It is pretty nice. You okay, Law? You're a million miles away. Nah, it's weird. I felt strange ever since we arrived here. Can't seem to shake it. Maybe it's something about this place. You're just tired. I'm feeling pretty sluggish myself. You too? Seriously, you two? A word to the wise, our work here is far from over. Get yourselves together. I'm sorry, but I need to call it a day. Let's meet back here tomorrow morning and see where things go from there. Sound good? Sure, but keep an eye out for anything strange, okay? We still don't know how safe this place really is. Are you two feeling any better? Yeah, a good night's sleep seems to have done the trick. I wonder why we felt so out of it. You think it might have been because of all the food we ate? You don't think they slipped something into our food, do you? That must be it. If they were making an attempt on our lives, we'd know it by now. Though, on the other hand, they could be warning us off. Come to think of it, you didn't eat anything at the meal, Rinwell. Aren't you starving? Oh, I made myself something later. You missed out. That was some mighty fancy grub they served yesterday. What? And give the enemy a chance to poison me too? Are you crazy? What's the big deal? Shion ate it too, remember? And we both tried the same stuff. Well, maybe they laced it with poison that's only harmful to Danans, hmm? That's enough, Rinwell. A cat? Where'd it come from? There's something on its collar. Hold on a sec. I think it's trying to lead us somewhere. I'm gonna follow it. Hey! Where do you think you're going? Hat doch gerade gesagt, der Katze nach? Ich meine ja nur. Anyway, ich muss tatsächlich einen kurzen Cut machen. Ich habe was zu erledigen. Aber ich bin gleich wieder für euch da. Und da bin ich wieder. Bereit, einer schwarzen Katze zu folgen. Also, irgendwo hin. Achso, da drüben sitzt sie. Ich wollte schon sagen, wo ist sie überhaupt? Hey, we're gonna lose track of that cat if we're not careful. Da anscheinend bin ich nicht careful genug, aber egal, da, Katze, ja. There it is! Ja. Stay close, we're gonna lose it. What's gotten into you, Law? This might be the lead we've been waiting for. Seriously? Yeah, some people train animals to act as messengers. They don't attract attention, see? And you think that someone might be using that cat? To reach out and send us a message or something? I could be wrong, but it's possible. I'm impressed. I would never have thought of that. I should know. We used to use them in Cislodia. She's so adorable. You say something? So, that black cat. Do you think it works for someone? I'm sure it does. It wouldn't try to lead us around like that if somebody didn't train it to. I wouldn't know. I've never had one myself. If I did, it'd probably try to eat poor Hoodle. Huh. I wonder who they are, though. I doubt this is Dohalim's work. Yeah, he has no reason to do this. Although we can't rule out that it might be one of his lackeys, either. You think one of his subordinates is up to something? That Dohalim guy is a pretty unusual character for a Renan, let alone for a lord. It's hard for me to imagine that they all agree with what he's doing. Maybe one of them plucked up the courage to go rogue. Well, let's head further in. I'd like to figure out at least one of the mysteries of this place.
Okay. Das Einzige, was ich zu Katzen als Boten sagen kann, ist dieser Grundgedanke, dass Katzen in Anführungszeichen immer Arschlöcher sind. Also, ich würde ja behaupten, Katzen machen, was sie wollen, wenn sie es wollen, wann sie wollen, ne? Und nicht, ja, ich spiele mal den Boten. Unwahrscheinlich. Where do you think it's trying to lead us? Who knows? We should hurry. We don't want to lose it. Whoever came up with this is pretty damn clever. Yeah, it just looks like an ordinary cute cat. Eine normale, süße Katze, die uns in einen dunklen Wald führt. We lost sight of the cat. After the chase it's led us on, there's gotta be something up ahead. Let's go farther in. Das ist ja kein allzu großes Gebiet. I get that underground forests aren't exactly something you see every day, but I really could have done without any Zoogles running around. You said it. I get the city up top surrounded by castle walls, but now I won't be able to sleep easy knowing they're lurking underneath. You have nothing to fear. Zoogles work for the Renans. There might be strays out here, but the other Zoogles won't let them get close. Using Zoogles to keep watch over their own kind, huh? That would explain why we're not seeing any guards. Yeah, which makes it that much easier for someone to hide around here, too. Ah! Sorry, Shion. My foot slipped. Are you all right? I should be asking you. What am I saying? Of course you're okay. It's easy to forget sometimes. If anybody else had been in your place, they'd be howling right about now. Huh? Oh, right. You mean your thorns. Yeah, I'm, no worse for wear over here. Again, sorry for brushing you like that without warning. Well, just be careful. Hey, Alfin? Hmm? Forget it. It's nothing. I'm sorry to bother you. Okay. What's with those two? Ja, echt mal. Komische Turteltauben hier. Geht gar nicht. So, weiter. Zumindest habe ich keinen Dudelalarm gehört, also ist hier wohl nichts. Was merkwürdig ist, gemessen daran, dass wir hier in einer Art Wald sind, das wäre eigentlich der perfekte Dudel-Ort. Aber okay, wenn ich kein Dudel will, dann will ich kein Dudel. Ich versuche ja von den Spuren wegzubleiben, aber stattdessen renne ich für den Tentakel machen. Ist halt auch nicht besser, das will ich damit sagen, ne? Auf einen. Sehen wir ihre mystische Art oder stirbt der Gegner vorher? Ja, scheinbar stirbt der Gegner vorher. Passiert. Passiert. That astral energy was incredible. I gave it everything I had. So, okay. Achso, der Wald geht einfach weiter. Ah, aha, okay, gut. Wäre auch ein bisschen schräg gewesen, wenn sie einen Kampf hier drin gehabt hätten. Ne? Also einmal so eine Killergurkenarmee da und das war's dann. Dann macht das schon ein bisschen mehr Sinn. Au. Immer wenn ich gerade an einem Affen arbeite, kriege ich von einem anderen Affen auf die Fresse. Das ist doch einfach nicht fair. Also, sage ich in einer leicht beleidigten Stimmung sozusagen. Ich meine, natürlich ist das fair. Es sind Affen, die helfen sich. Aber immer wenn ich denke, haha, jetzt habe ich dich, Affe, kommt ein anderer Affe und haut mir auf die Fresse. Donkey Kong wäre stolz auf die. Ich denke mir so,
das unbedingt nötig, Affe? Any injuries? Opalmasse. Ich sollte demnächst wieder gucken, dass ich ein paar schönere Zubehörteile schmiede. It's possible, but give them enough time and trees can get pretty big on their own without any extra help. Das ist richtig. Mein erster Gedanke hier ist übrigens, aber da kann keiner was für, Final Fantasy bzw. Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins, bla bla bluppidi blub. Das habe ich vor kurzem gespielt, deswegen komme ich drauf. Also die Demo wohl bemerkt, natürlich die Demo. Aber ja, da hatten wir grundsätzlich halt auch Riesenwald, viel zu laufen, anzugucken und so. Das ist halt hier gerade nicht anders, deswegen irgendwie erinnert es mich halt direkt wieder daran. Aber eigentlich hat das nichts zu sagen. Kombo wieder fallen gelassen, weil der Gegner nicht hoch geflogen ist. Blöde Killer-Gurken-Gegner hier. Nee, nee, nee. Did you see? Sure did. Das the part where you swung and missed, right? Not that part. Hast du das gesehen, wie ich daneben gehauen habe? Naja, manchmal sieht man halt Dinge, die man nicht sehen sollte. Au. Es bleibt aber halt tatsächlich dabei, es ist so schön, die Dinge auch aussehen. Ich würde eigentlich gerne selber drüber bestimmen, nach wie vor, ob ich jetzt ins Überlimit gehe oder nicht, weil so denke ich mir jedes Mal, ah cool, normaler Gegner. Setz ich mal eine mystische Art ein. Ich meine, die kosten nichts in dem Sinne, ne? Außer das mein Überlimit in dem Sinne. Look who's in a bright and shiny mood. Na, jetzt habe ich wieder eine Kampfserie, die da vor sich hin blinkt, die ich nicht nutzen kann, weil ich hier unten feststecke sozusagen. Also bis ich in einem weiteren Kampf bin, ist das Ding wieder leer. Aber naja. So. Jetzt hat die Frage, soll ich nach oben oder soll ich hier nach unten? Keiner weiß es. Also außer diejenigen, die das Spiel schon durch haben und mir eine Karte zeigen könnten. Kam ich hier nicht her? Augenscheinlich nicht. Gut, aber wenn das hier richtig ist. Guess I misread the landing. Dann müsste ja hier noch irgendwas sein. I think Hoodle's hungry. Funny. I could have sworn that was yours. Go no further! Also. Immer wieder kämpfen. Ich meine, wir haben in letzter Zeit viel zu wenig Kämpfe in den Videos, logischerweise, weil viel Gequatsche, neue Stadt und alles. Aber ich will ja kämpfen. Kämpfen ist gut. Kämpfen mit der Farbe. Und theoretisch geben Kämpfer auch noch FP und so, aber. Na, wie viel kriegen wir hier? 8. Ja, ich denke, wir könnten zu stark werden. Isn't that good? Play along, would you? 8 ist jetzt nicht sonderlich viel, aber naja. Sind ja die kleinen Dinge im Leben, ne? Ganz oft nur 8 und wir sind auch irgendwann an einem Punkt, an dem ich sagen kann, ja, das hätte ich niemals geschafft ohne die 8 FP, die ich in diesem Wald gesammelt habe. Ja, I doubt anyone would hear if we even called for help. I don't think people flattened into pancakes can call. I'm surrounded!
See you continue on in that thing. Wunderschön, diesen anderen Affen hier getroffen, direkt übergehen in die nächsten Attacken. Und alles explodiert und wir sind zufrieden. So. Ein Topaz-Gewand. The design of this equipment is really interesting. You must really like it, Alfin. Nur, dass Alfin das wahrscheinlich nicht ausrüsten kann, weil Gewand klingt so nach ihr, ja. Interessant ist halt, hat eine schwache physische Verteidigung zum Preis, ne? Ist aber trotzdem besser als das, was ich vorher hatte. Also, ja. Immer diese verfluchte, schwache physische Verteidigung. Ah, snap, das könnte so gut sein können. Ne? Ja. Aber das alles, also diesen ganzen Weg mit Klettern etc., nur um da drüben. Das war hoffentlich Lamp und kein toter Vorsteller. Nur um da drüben ein Topazgewand zu kriegen. Ja, das ist eine Blume gewesen. Okay. Ein toter Frosch, der da irgendwie hängen würde, wäre merkwürdig gewesen zumindest. Nicht richtig fehl am Platz, aber merkwürdig. Mehr Abkämpfe. Bin auch da, ich hab wieder. Yay. Treffen tue ich nichts, aber mich. Ich würde gerade sagen, trifft irgendwie auch nichts, aber dann kam ein Apfel vom Himmel wieder geregnet. Naja, alles tot. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. I wonder if we can make new weapons with this. Ah, Titanarmschienen. Ich weiß nicht, ob ich vorher nicht schon mal eine gekriegt habe. Scheinbar nicht, aber damit können wir auf jeden Fall ein neues Buch schmieden. Was ein bisschen merkwürdig ist. Ne, von wegen, ich benutze die Armschiene eines Affen, um daraus ein Buch zu machen. Ist so ein bisschen so, ja. Hätte ich auch so gemacht, ganz klar. Davon sollte jetzt irgendein Gegner super stark gewesen sein. Ich krieg eine Wertung von 260. You simply can't be too strong when battle is a part of your everyday. Also, früher war so eine Wertung, sagen wir mal, wichtiger, weil dann im New Game Plus man in dem Shop was kaufen konnte und das war dann aber tatsächlich teuer und für 260 hätte man damals schon eine Menge kaufen können. Nur mal so, aber... Ich bin halt grundsätzlich nicht dagegen, sowas zu bekommen, es wundert mich halt nur. You're quite the gunslinger. I have to be, in this world. Don't worry, I've got your back. Aber, ja, okay, cool. Get lost! I can carve through armor! I'll tear you apart! Weil ich leider gerade keine Gegner mit Armor habe, kann halt Lore theoretisch einfach mal wirklich ein bisschen gegen irgendwelche Gegner hauen, das ist nicht weiter wild. Ja, was wieder gab gerade. Magical Sam. Jemand in meiner Gruppe mag Magilu zu sehr. Obwohl man jetzt auch fragen kann, ob das eine schlimme Sache ist. Die Antwort wäre nicht unbedingt. Oh, okay. Um alles einzusammeln. Oh, you picked the wrong fight! Here's a crazy game! It's over! Don't even fang! Here's a it's over! Come one, come all! Haben wir uns erwartet, dass mich wieder ein Affe trifft? Und dann versuche ich auszuweichen und lass mich von einem Affen treffen. I can carve
Aber ja, was soll's. Hauptsache ab. Das war ein Ticken zu spät, deswegen hat sie jetzt geschossen. Aber es hat den Zweck erfüllt, ne? Gegner ist tot. Ja, Titanarmschienen. Also genau das, was ich haben will. Na, natürlich, komm, jetzt fliegen nicht. Natürlich, in dem Moment, wo ich aus Versehen ihren Schuss benutzt habe, kommen als nächstes fliegende Gegner, wo ich ihren Schuss hätte benutzen können. Aber naja. Was soll's? Ich bin da nicht sehr nachtragend. Oh, ein ganzer Opal. Cool. Wäre natürlich besser, wenn es nicht so ein bisschen nutzlos wäre, weil ich eigentlich einen besseren schmieden müsste, damit ein Opal wirklich sinnvoll ist wieder. Aber naja. Wäre ja nicht zu sehr meckern. Also. Und dann ist da hinterher. Wunderschön. Consider yourself finished. See you continue on in that game. Yes, my lady. Something you wanted to say? Nein, nein, wir wollten nichts sagen. Wir wollten Gegner töten. Das haben wir gemacht. Ja, ne, da haben wir es halt. Opalmasse. Und daraus kann ich dann einen Opal machen, der wahrscheinlich besser ist. Judging by the stench, I'd say the animals at the ranch are all grown now. Ich kann das jetzt schon riechen. Er kann riechen, dass die wieder besser sind. Das Schwert sieht doch ganz nett aus. Merkwürdig zahnig. Aber ist in Ordnung. Das können wir nicht machen. Kein Tonfragment. Aber die Schönheit der Natur. Okay. Ich kann das bei denen machen. Sehr schön. Eine Kuh, bitte sehr. Ein Schwein, bitte sehr. Ein Huhn, bitte sehr. So. Anyway, das sieht klar nach Bosskampf aus. Oder zumindest so, als wäre hier ein Bosskampf. Das heißt, ich werde an dieser Stelle einen Cut machen, weil das sonst zu lange wird, wieder das Video. Wir sind ja eh schon fast bei wieder einer halben Stunde. Und dann gibt es scheinbar beim nächsten Mal einen Bosskampf. Gehe ich zumindest von aus, wenn ich hier geheilt werde. Mal sehen. Bis zum nächsten Mal.